wanna do YouTube. Wir sind wieder zurück mit einem neuen Video. Okay? Und zwar handelt es sich heute mal wieder seit langer Zeit um eine Discord-Reaction hier im Stream. Ja? Und zwar reagieren wir, beziehungsweise habe ich meine Viewer dazu beauftragt, mir Werbungen von euch, die ihr noch wisst oder kennt oder denkt, die sind lustig, im Discord-Channel mal reinzuschicken und die gucken uns mal gemeinsam an, mal gucken, ob da ein bisschen Nostalgie hochkommt auf den. Und ja, deswegen, wenn euch das Video gefällt oder mehr solche Videos sehen wollt, liken, kommentieren und natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, okay? Deswegen, wenn ihr auch bei solchen Streams dabei sein wollt, auf Twitch heiße ich Leroy True Real. Ja, einfach da abonnieren, Glocke aktivieren und dann kriegt ihr auch sowas in Zukunft mit. Dann würde ich jetzt sagen, ohne viel zu quatschen, gehen wir rein. Okay, gestern Sour Patch. Wow, 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 na, wow, na, wow, na, wow, na, wow, na, wow, na, wow, na. Das gefällt mir jetzt gar nicht, okay? Bruder, also ich weiß ganz genau, was sich handeln wird. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt weiter abspielen soll oder nicht. Ich habe da Angst bei Twitch. Ist clean? Okay. Danke, Faiso. First, they're sour. What? Das war eine Sour Patch Kid Werbung? Bruder, niemals. Then they're sweet. Bruder, nein! Nein, Bruder, auf gar keinen Fall! Auf gar keinen Fall! Das war niemals eine offizielle Bekannte. Bruder, kannst du mir doch nicht erzählen. Nein, nein, nein. Das ist crazy, bruh. Das ist crazy, bruh. Was? Whopper Sus Version. Bruder, ich weiß nicht, ob... Warte mal, was ist das hier? Fischerköse-Werbung. Herdputz... Was? Ist älter. Okay, schauen wir uns mal an. Das sieht schon richtig racist aus, ne? Der Häuptling schwarzes Frikot von Pipapo... Bruder, das... Das kann schon nicht werden, Chat. Das kann schon nicht werden. Das kann schon nicht werden. Wenn ich schon sowas sehe, Digga. Porto Rico saß quietschvergnügt bei seinem Stamm und schaute auf das Meer. Da trieb eine große Kiste direkt an seine Küste. Der Häuptling sprach, da siehste, bringt mir die Kiste her. Bringt mir die Kiste her. Nico. Und würde man die beiden Cs zu Gs... Whoa, 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 nah, bro, what? Das war eine offizielle Werbung. Öffnen sahen die Buben nur Flaschen und nur Tuben. Dass dies ein Herdputzmittel war, kam keinem in den Sinn. Auf jedem Ding stand Nico, der Häuptling schwarzes Frico von Pipa Porto Rico, warf jedem eine hin. Olé, warf jedem eine hin. Und Bimbo ohne Kittel blieb es als... Bro, heißt Bimbo! Das Haarwuchsmittel auf seine weiche Birne. Hei, das war zu viel, oh Graus. Er schnitt die schönste Fratze. Zwar glänzte seine Glatze, doch fielen Ritzeratze die letzten Haare aus. Oh mein, oh mein. Die letzten Haare aus. Bruh! Bambulo wollt's probieren als Seife zum Rasieren. Doch weil das Zeug so brannte, oh, sprang er ins Meer hinein. Frau Häuptling voll Entzücken rieb ein damit den Rücken. Sie kratzte sich vor Jücken und... Bruder, die hat nicht mal ein normales Bikini an. Die hat da einfach irgendwelche Metalltrichter da dran bekommen. Manche Laus ging ein. Klick, klack, klick, klack. Und manche Laus ging ein. Na, Bro, ah.
Nee, Mann, that's fucked up, bro. That's fucked up, bro. Guckt euch mal an, wie die hier... Warte mal, hier ist ein Affe sogar dabei! Was? Chat, warum ist mir der Affe davor... Chat, da ist ein Affe dabei, Mann! Warum ist mir der Affe davor nicht mal aufgefallen? Na, Bro. Bravik. Und das ist ein Herdputzmittel. Also, das macht doch gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn, Chat. Das ist ein Herdputzmittel, Digga. Okay. Boah, Digga, hart. Sag euch ehrlich, hart. Okay, machen wir weiter. Warte mal. Twin Lotus Toothpaste Black Man aus Thailand 2003. Okay, so racist kann es eigentlich gar nicht sein, weil 2003 auf den, da hat man schon so geguckt, so. Wisst ihr, ich meine, so wie man sich auf den artikuliert im öffentlichen Fernsehen, sagen wir es so. Okay. Okay. Okay, holt Luftballon zu dem Kind. Oder für das Kind. Ich glaube nicht, dass es schlimm wird. Der Bruder hat sein Leben in Gefahr gebracht. Ist 30 Meter in die Höhe gegangen, um einen verdammten Luftballon zu holen, damit die Mutter das Kind wegnimmt, als würde er es gleich entführen? Hä? Das heißt, er macht's öfters? Okay, so racist kann es eigentlich gar nicht sein, weil 2003 auf den, da hat man schon so geguckt, so. Was? Das ist eine Werbung für Zahnpasta! Was ist das? Ey, Top 3 besten Plot-Twist, Digga. Was ist das denn? Bruder, was ist das für eine Transition gewesen? Nah, Bro, what? Guckt euch das an. Der Monkey. Bruder, das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn, Digga. Wenn ich jetzt so... Okay, ja. Also, warte mal. Stimmt, wir wollen ja immer vorlesen. VW macht rassistische Werbung für den neuen Golf. Warum habe ich nichts davon mitbekommen? Schauen wir uns mal. Das ist ein Schwarzer. Der neue Golf. Ich habe gerade nicht der neue Golf gelesen. Bruder, das ist kein Zufall. Das kann kein Zufall sein, dass diese Wörter... Bruder, es kann kein Zufall sein, dass diese Wörter genau in dem Moment eingeblendet werden, wo es Sinn macht. Die hätten es auch in einer anderen Reihenfolge wiedergeben können. Bro! Und zufälligerweise ist natürlich ein schwarzer Mann, der diese Werbung macht. Oder wollen die es mir als der neue Golf verkaufen oder was? Bro, ja, ey, slick, bro. Bruder! Die wollen es ja nicht mal verstecken, dass die racist sind. Nah, Black Lives Matter, bro. Black Lives Matter, bro.
BLM in den Chat. BLM in den Chat, Bro. Weil, Bruder, das fucked up. Das fucked up, Bro. Vor allem, das ist einfach VW-Chat. Das ist ja nicht mal so auf den, dass man sagt, okay, das ist einfach irgendeine... Wisst ihr, wie ich meine? Es ist V zu dem fucking W. So, also, so, sowas dürfte denen nicht passieren. Bruder, warte, warum habe ich aber nichts von dieser Werbung mitbekommen? Ich bin Ausländer, das Einzige, das rassistisch ist, ist in dem Video. Die Werbung ist dämlich, aber nicht rassistisch. Wer dankt da? Also auf den, ich sag so, es, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die, dass es rassistisch ist, ja? Aber, Bruder, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Da kannst du mir nichts erzählen. Kannst du mir nichts erzählen. Das ist kein Zufall, Digga. Okay, machen wir weiter. Dotka Oetker, Werbefilm, wenn man es eilig hat mit Frau Renate. Okay. Bruder, das ist ja noch ein Video von der Nachkriegszeit. Wenn man eilig hat. Und wann hätte man es nicht eilig? Das Leben ist so kurz, besonders nach 5 Uhr. Also wenn man es eilig hat, dann kommt todsicher etwas dazwischen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Denkt ihr, da passiert was Rassistisches? Digga, natürlich passiert da was Rassistisches. Digga, 1954. Was denkt ihr, was 1954 hier abging? Okay, es wird safe rassistisch. Es kommt sogar noch von Dotka Oetker. Komm. Bin schon verloren. Oder man bricht sämtliche Rekorde im Maschinenschreiben. Jetzt wird's Frauenfand. So, nochmal schnell durchlesen, ob auch die Interpunktion sitzt. Ja. Sieh da, der Tüchtigen beschert das Glück ein Auto. Na, Auto ist zu viel gesagt. Es ist mehr eine Autosuggestion. Ein Auto mit Handbetrieb. Im Kampf mit der Tücke des Objekts gibt es nun wieder zwei Möglichkeiten. Entweder man siegt... Bruder, entweder gibt es gleich einen Plot-Twist, den wir nicht sehen, oder... Oder man unterliegt. Das ist ein schwieriger Fall. Ich habe keine Ahnung, Chat. Besser in einer fahrenden Straßenbahn stehen, als in einem stehenden Auto sitzen oder drunter liegen. So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Damals war es doch normal, Bruder. Damals war es noch normal, dass du deinem Mann Essen gemacht hast. Also dein Mann kam von der Arbeit und Essen musste stehen. Sonst hast du halt, ja, the beats bekommen. So, also. Bo, 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 bo. Diese Sachen hast du bekommen. Nein, also nicht, dass ich sowas unterstütze oder so. Also es ist schon schade auf den, aber. Ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Was? Was? Ey, stellt euch mal vor, es würde heute so eine Werbung noch geben. Die würden diese, Bruder, die würden diese Firma einrennen. Die würden die Kerzen boykottieren, weiß ich was. Habt ihr gehört, was da gesagt wurde? Zwei Leben. Hör zu! Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Oh, Bro! Ey, Bruder! Wow, okay, gucken wir es weiter. Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe. Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding. Boah. Sie wissen, ich hasse Männer, Pudding, die gern süßes essen, haben einen guten Charakter. In diesem Fall ist der Charakter genauso gut wie der Pudding. Mhm. Denn in puncto Pudding gibt's eben die altbewährte Möglichkeit. Ich hasse Pudding, Chat. Nämlich mit Dr. Oetker. Boah, nee, Mann, ich kotze gleich. Ich mein's ernst, damals als Kind, ich wollte immer Pudding probieren. Ich hab's einmal probiert. Krach, rein, ich hab gekotzt, instant. Ich hab's dann noch einmal versucht. Krach, rein, pa, nochmal gekotzt. Also, shit war crazy.
Okay. Ferrero Kinder Werbespot. So hat alles begonnen, Werbung. Okay. Boah, der, das muss jeder kennen. Das muss jeder kennen. Das muss eigentlich jeder kennen. Das muss jeder kennen. When it's cold outside, I've got the month of May. Das muss jeder kennen, Chat. Ey, ich hoffe, dass jetzt bei der Werbung jetzt nicht irgendwie Plot-Twist oder sonst was passiert, ne? What can make me feel this way, my girl? Okay, ist normal. Ist normal. Schon immer einfach einzigartig im Geschmack. Kinderriegel. Einfach zum Anbeißen. Chat, das war eine starke Werbung. Das war eine starke Werbung damals. Komm. Actimel. Ich trinke Actimel für mein Immunsystem und meinen perfekten Start in den Tag. Den kenne ich nicht mal. Ich trinke mein Training bei jedem Wetter. Habt ihr damals aber Actimel getrunken? Habt ihr damals Actimel getrunken, Chef? Ich weiß noch, es gab eine Zeit, da hat meine Mutter mich einfach dazu gezwungen, das zu trinken. Immer morgens. Actimel aktiviert Abwehrkräfte. Come on. B und B6. Und für starke Momente auch im Winter. Actimel, trink's für dein Immunsystem. Aber wer holt sich in 2023 noch Actimel? Ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal wirklich eine Actimel-Flasche gesehen habe, Chat. Ich weiß sogar nicht mal. Maika. Meister, warum heißen Deutschländer eigentlich Deutschländer? Na, weil da von den beliebtesten Würstchen okay, Deutschlands das Beste zusammenkommt. Probier mal. Die sind knackig wie Wiener, würzig wie Frankfurter und zart wie Bockwürstchen. Und darum heißen die Deutschländer? Genau. Deutschländer von Maika. Vom Würstchen das Beste. Check, da what? Smash Mary Kill ist draußen? Wusste ich gar nicht. Das können wir uns ja auch noch angucken. Da habe ich ja mitgemacht. Maika-Würstchen habe ich noch nie in meinem Leben probiert. Fällt mir gerade ein. Maika-Würstchen habe ich nie probiert. Was? Use Condoms, gute Qualität, witzige Kondomwerbung. Jetzt kommt's. Oh, hell no. Oh, no. Bruder, einfach straight up use condoms, bruh. Wie wär's, wenn du einfach dein Kind erziehst? Na. Wazoo Condoms. Fun, sexy, safe. Nah, bruh. This is crazy, bruh. Diese Werbung habe ich nie verstanden. Moment mal. So. Ich habe diese Werbung nie verstanden, welche. Oh mein Gott, ich schwöre auf alles, ich habe die nie verstanden. Der läuft jetzt die ganze Zeit hier durch den Einkaufsladen und weiß nicht mal, wo er hingeht. Und die Mutter juckt es nicht. Keiner juckt. Der bessere Umgang mit Werbung. Aufklärung. Halt. Habt ihr diese Werbung damals gecheckt? Also auf den, weil jetzt so gesagt wurde, dass, ja okay, dass halt Kinder sich leicht von Werbung beeinflussen oder sonst was. Aber Bruder. Hä?
in der Schokobox her und ich so im Kopf hab, Bruder. Was ist das denn? Bro. Okay. Taste Rainbow. Also als ich damals diese Werbung gesehen habe, habe ich mir gedacht, wie kann es sein, dass es wirklich eine Werbung von Skittles ist, Digga? Auf dem wir essen Giraffennut? The fuck? Discover the rainbow. Taste the rainbow. Nah, shit is crazy, bro. Shit is crazy, bro. Okay, Hey, kids. Domino's Pizza commercial. Look what I got. Dad, what is this? That's just regular boring-ass pizza. Dad, more like dork. No wonder Mom left with pizza like this. You're a joke. What? Hey, kids. Look what I got. Sauce bottom! Say goodbye to boring-ass pizza. Snag a dad win with Domino's new sauce bottom pizza. What's that? My mouth is blown! The sauce is on the bottom, so it can slam your flavor buds faster. You know what? I'm glad Mom left. This pizza is so good. Dad, I'm gay. Yeah, that's how we do it. Put a was? No, oh, nah, What a L-Werbung. What? The brand new burger you can fuck. This burger is better than sex. You can fuck this burger. Only at Burger King you can stick your dick in this burger. Your balls will explode, guaranteed. You can come inside, outside, and all over the new Burger King burgers. This burger will make your skin soft and your asshole tight. Oxygenizing burgers will give you tits the size of basketballs, and that's no cap. Have it your way at Burger King, where your stupid asshole gets fucked six ways from some. Yeah, okay. Okay, das ist keine Burger King Werbung. 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 So, und damit belassen wir es auch. Damit belassen wir es auch, weil, Bruder, wie kann es sein? Damit belassen wir es auch. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, kommentieren, was für euch die beste Werbung war. Und den Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bravo!